Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und damit willkommen zu einer neuen Runde Clash of Clans, wo wir gleich noch weiter ergründen wollen, ob das Matchmaking uns wirklich hier einen Strich durch die Rechnung machen will die ganze Zeit. Vorher werden wir aber auch mal fürs normale Dorf noch Truppen anfragen, da wir ja ganz häufig in den Kommentaren lesen, dass ihr lieber aus dem normalen Dorf was wollt. Deswegen werden wir hier gleich auf jeden Fall auch noch Kämpfe machen. Ich habe hier einiges verloren während der Zeit, wo ich im Urlaub war. Ihr habt das ja letztes Mal in der letzten Folge schon gesehen. Das ist natürlich bitter und deswegen müssen wir ein bisschen was dazu verdienen gleich. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal hier an. Suchen uns einen Angriff raus. Beziehungsweise suchen müssen wir hier nicht. Hier nehmen wir, was wir kriegen. Und es ist doch einfach echt zum, ja, was soll ich sagen, mit diesem Matchmaking, ganz ehrlich. Wieder so ein Dorf mit Multimörser, ja gut, der ist ja normal, aber zwei Zerschmetterer schon wieder, wo wir echt kaum eine Chance haben, da was zu reißen. Wir können es probieren, ich lenke mal den Multimörser noch ein bisschen ab. Kampfmaschine hier hinten direkt mal gezündet. Riesen, ja, gucken, ob die Bomber irgendwann die Mauern kaputt machen. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Dieses Matchmaking, was fuckelt uns da so ein bisschen immer so einen Strich durch die Rechnung, weil wir ja nicht so richtig, an den beiden Zerschmetterern vorbeikommen. Zumal es dann halt zwei sind, was ich persönlich ziemlich blödsinnig finde. Da ist einfach, ja, als Meisterhütte 5 ist es halt schwierig, da zwei Stück wegzumachen, ne? Keine Ahnung. Was soll man sagen? Wir kommen da jetzt eh nicht näher ran. Das Problem ist, diesen Angriff können wir damit wahrscheinlich sowieso abhaken. Die beiden Bomber hier außen werden den jetzt zwar kaputt werfen, aber ich glaube nicht, dass wir die Hütte noch kriegen. Oh, doch. Doch, haben wir sogar. Also, eins der Schmetterer down. Zwei Barbaren haben wir sogar noch übrig. Können wir noch gucken, wo wir noch ein paar Prozente holen können gleich. Ja. Hier in den Ecken ist nichts, ne? Wir können es jetzt hier unten probieren. Kommt der Bogenturm da hinten? Wahrscheinlich kommt der Bogenturm eher dahin als die Kanone hier oben, ne? Ja, wobei der Tesla auch, ja. Ja, was willst du machen, ganz ehrlich? Gegen zwei Zerschmetterer passiert. Geht nicht, natürlich verloren. Ja, okay. Wir nehmen mal den Schub schon mal mit. Dann müsste ja der Rest gleich relativ zügig gehen. Ich hätte den vielleicht auch vorher anmachen sollen, aber dann dauert es trotzdem immer noch ein bisschen länger. Ja gut, so. Beziehungsweise, es dauert nicht länger, aber man verschwendet halt was vom Schub, ne? Ja, hier haben wir wieder das Gleiche. Also, ich finde nicht einen Gegner mehr, der auf meinem Level ist. Das, also, meiner Meinung nach, ist das ein Skandal. So, das heißt, wir müssen uns hier oben irgendwie vergnügen. Ich kann es jetzt nicht ändern, so. Ist natürlich da noch. So, schon mal die Mauer weg. Jetzt hätte ich Riesen besser direkt erst hier hingesetzt. Jetzt rennen die natürlich trotzdem da unten hin. Wir waren schon mal Richtung Multimörser. Das funktioniert. Die Riesen rennen auch dahin. Was nicht verkehrt ist, vielleicht können die Bomber dann. Ja, die Bomber haben sich den jetzt. Die haben die Mauer von der Hütte weggemacht. Die Frage ist, ob da jetzt noch einer auf die Idee kommt hinzugehen oder ob die jetzt alle außen rumrennen und in den Zerschmetterer rein. Wie ich die Truppen kenne, rennen sie in den Zerschmetterer. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, der eine Bomber steht jetzt da und kann sich, wenn er jetzt schlau ist, die Hütte holen. Aber jetzt wird er natürlich getroffen, ja. Ja, Freunde, was soll ich sagen, ganz ehrlich. Es ist ja immer das Gleiche. Jedes Mal das Gleiche. Ich finde nicht einen einzigen Gegner irgendwie, der mal in meiner Region ist. Das kann mir auch keiner was erzählen, dass das irgendwie Zufall ist oder so, aber es haben ja auch viele geschrieben, denen das so geht, ne? Es ist, haben viele geschrieben, ja, ein Matchmaking muss sich ändern, das geht so nicht. Und ich finde es auch ehrlich gesagt eine Frechheit. Ganz ehrlich, dann macht's doch, ist doch klar, dass dann viele Leute keinen Bock mehr haben aufs Nachtdorf, wenn du, ich sag mal, immer nur stärkere Gegner kriegst. Okay, du gewinnst trotzdem zufällig zwischendurch mal, wenn du Glück hast. Hier natürlich jetzt nicht. Der hat jetzt 100 geholt, du gewinnst trotzdem zwischendurch mal, okay, aber der Sinn der Sache kann es doch nicht sein. Wieder genau das Gleiche. Wie kann das sein? Ganz ehrlich. Es ist meiner Meinung nach echt, ja, was soll ich dazu sagen? Keine Ahnung. Ah, okay. Wir müssen jetzt auf den Zerschmetterer da gehen, ich kann es nicht ändern, wir müssen die Barbaren eben wegholen.
Was heißt wegholen? Eben noch warten mit den Barbaren. Hier schon mal noch in die Ecken. Ja, Kampfmaschine dauert. Ja, heute läuft gar nichts. Ja, es ist. Aber was willst du da auch machen? Ja, kannst du verbaggern. Das ist, als würdest du grundsätzlich. Das ist so ein bisschen wie beim Fußball, so DFB-Pokal, wenn du als Drittligist immer gegen den Bundesligisten spielen musst. Okay, irgendwie ist das auch lustig, dann, wenn du die Chance hast, mal gegen einen Guten zu spielen, aber auf Dauer geht es dir auf den Nerven. Wahrscheinlich. Und so ungefähr läuft das hier gerade auch. Und wir haben einfach nicht die Chance, irgendwie mal vernünftige Gegner zu bekommen. Ich habe aber auch keinen Bock, jetzt 20 Spiele am Stück extra zu verlieren, damit wir in den Pokalen runtergehen. Das ist, na egal. Wir gehen mal ins normale Dorf. Machen so lange einen Cut, bis wir hier, haben wir eigentlich Truppen bekommen? Ja, haben wir, okay. Machen so lange einen Cut, bis wir was gefunden haben. Und dann gucken wir uns das Ganze gleich nochmal von vorne an. Wir nehmen einfach mal alles mit. Wir müssen natürlich jetzt gucken, dass wir hier zum Farmen quasi außen ein bisschen Glück haben, dass wir alles bekommen. Wird dann auch mal die Helden jetzt einfach mal so ein bisschen splitten und gleich mal gucken, wie wir es noch benutzen können, dass wir den König quasi noch übrig haben. Im Normalfall müssten wir die Base ja zu 100% wegkriegen. Ich gehe einfach mal davon aus. Machen wir hier mal den Allzauber drauf, die Balance, dann können die ein bisschen schneller fliegen, das kann ja auch nicht schaden. Ja, wobei, jetzt sind sie schon down. Und wir haben noch nicht viel vom Gold bekommen. Da müssen wir mal schauen. Das ist hier rechts natürlich alles. Da oben das Dunkle haben wir aber gleich weg. Das war ja eh nicht so viel. Die Queen können wir mal zünden. Wir können jetzt eigentlich... Ich weiß nicht, wir setzen einfach mal hier den König hin und lassen ihn mal hier noch ein bisschen randalieren. Er wird jetzt nicht alles wegbekommen. Die Teslas stehen natürlich alle noch. Aber ich denke, für den Loot müsste es dann reichen. Da rechts ist noch ein Elixierlager. Damit wir zumindest alles... Ja, das ist das Wichtigste jetzt so haben. Die Teslas wird er natürlich jetzt nicht alle wegbekommen, aber ich denke, die Lakaien können sich den Rest holen. Und dann haben wir noch einen netten kleinen Angriff zum Ende gehabt. Während sich jetzt hier der Rest noch quasi sammelt. Ich hoffe, dass die Lakaien natürlich jetzt auch so fliegen, dass die Luftabwehr sie nicht kriegt. Ich weiß nicht, ob die dann trifft. Ne, passiert nichts. Doch, jetzt kommt sie, aber es reicht noch. Der ist außerhalb, der jetzt noch da ist, hier. Sehr schön. 90%. Kriegen wir hier noch was? Ne, ich denke nicht. Oder ist der eine noch? Ja, der bleibt noch da. Okay, es wird spannend. 40 Sekunden. Mal gucken, ob er das schafft. Aber etwas über 90%. Wie gesagt, es war jetzt nicht mega viel Loot, aber es war in Ordnung. Und wenn es ohne großen Aufwand umsonst ist, dann kann man es natürlich mitnehmen. So. Ich denke, wenn er jetzt fertig ist, dann war es das auch. Zack, zack, zack. Da kamen noch mal ein paar Teslas und ein Magieturm, immerhin 300.000. Mein Gott. Kann man trotzdem ja mitnehmen, ne? So, sollen wir jetzt noch einmal riskieren hier? Komm, einen will ich noch. Einen will ich noch. Natürlich das auch wieder verloren. Ich hatte gehofft, wir kriegen noch die Siege voll. Aber ich muss noch mal, ganz kurz einen Cut machen. Eine Sekunde. So, wir gehen rein. Ah, guck mal. Es gilt ja doch ein normaler Gegner. Mai, oh mai, jetzt darf man uns natürlich hier nicht irgendwie blamieren. Aber wir hoffen mal, dass es jetzt ein bisschen besser klappt. Ich hoffe, dass der Multimörser noch mal nach den oberen geht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich habe ihn vielleicht dann zu spät gesetzt. Ich hatte gehofft, dass er noch auf den oberen geht. Macht er nicht. Müssen wir jetzt so hinnehmen. Aber wir kriegen die Hütte. Oder wo rennen wir hin? Liebe Barbarenfreunde. Ja, doch, Hütte kriegen wir. Und dann jetzt heißt es jetzt Prozente sammeln. Die Frage ist, wo geht es am besten? Jetzt auch nicht der beste Angriff, den wir jemals hingelegt haben, aber vielleicht. Ja, eine Doppelkanone ist an beiden Seiten noch.
Ja, immerhin noch ein bisschen was geholt. Naja, okay, 62% auch nicht das Beste, aber immerhin. Und es hat für einen Sieg gereicht. Das ist doch schon mal schön. Jetzt haben wir nämlich 1,1 Millionen. Das reicht wahrscheinlich nicht zum Forschen. Doch, wir könnten noch forschen. Wir könnten aber auch... Ne. Ja, ich will nur überlegen, ob ich jetzt halt auch einfach bald mal die Meisterhütte mache, um den zweiten Zerschmetterer zu kriegen und so. Klar, ich muss eigentlich noch Mauern bauen. Aber was soll ich machen? Achso, der ist eh noch nicht fertig hier, ne? Ja gut, warten wir noch ein bisschen. Ich forsche einfach mal die Kanonenkarre. Was soll's. Gut, damit sind wir durch heute. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.